Kennt ihr das? Ihr wollt ein bestimmtes Shiny Elite-Pokémon fangen, habt aber keine Lust, jedes Mal dafür das Gebiet neu zu betreten und den ganzen langen, weiten Weg zurückzulegen, nur um festzustellen, dass das Pokémon mal wieder nicht in einer anderen Farbe erscheint? Mann, ich lasse Shiny Hunting gerade wieder richtig spannend erscheinen. Dann habe ich gute Neuigkeiten für euch, denn mit dieser neuen Shiny Hunting-Methode in Pokémon Legends Arceus können faule Gamer noch fauler werden. Wie ihr also eure Shiny Elite-Pokémon fangen könnt, ohne euch überhaupt großartig zu bewegen, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Los geht's! Doch zuvor noch ein kurzes Wort zum Sponsor des heutigen Videos. Ihr kennt ihn alle, nämlich Instant Gaming, ihr wisst schon. Der Nummer 1 Shop für digitale Spiele, Guthaben, Mitgliedschaften und Keys. Man könnte also sagen, in Sachen Gaming Shops ist es die Elite. Es tut mir leid. Aber ihr könnt dort auch verschiedene Pokémon-Spiele deutlich günstiger als im regulären E-Shop finden. Also klickt einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung und schaut bei Instant Gaming vorbei. Ich wurde übrigens durch einen Nutzer auf unserem Community-Discord auf diese neue Methode aufmerksam gemacht, deswegen Grüße gehen an der Stelle raus an Wizardstorm und an den YouTuber Nokimon, der vor einigen Tagen bereits ein eigenes Video zu dieser neuen Entdeckung gemacht hat. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und so funktioniert das Ganze. Wie ihr wahrscheinlich bereits wisst, gibt es in allen 5 Gebieten der Hisui-Region zahlreiche Elite-Pokémon, die jedes Mal, wenn ihr das Gebiet neu betretet, garantiert an denselben Stellen auftauchen werden. Zum Beispiel hier dieses Relaxo oder zum Beispiel hier dieses Galoppa, was vermutlich eines der ersten Elite-Pokémon ist, dem man im Spiel begegnet. Für Galoppa, ich bin's doch nur nicht, ja? Und genau das ist die Art von Shiny Elite-Pokémon, um die es bei dieser Methode geht. Um diese Pokémon zu Shiny hunten, müsste man normalerweise in das Gebiet gehen, zum Elite-Pokémon, schauen, ob es Shiny ist und wenn nicht, zurück zum Camp gehen und das Gebiet wieder verlassen und diesen Prozess so lange wiederholen, bis man das Shiny schließlich gefunden hat. Das Ganze kann jedoch wirklich enorm viel Zeit fressen und manchmal möchte man ja auch einfach ein bisschen Brain-AFK-Shiny haben, vielleicht nebenbei eine Serie schauen oder sonst was und dabei muss man sich schon ein kleines bisschen konzentrieren. Doch diese Methode kürzt diesen Prozess ganz schön ab. Und zwar mit Hilfe der multiplen Aufläufe. Wenn ihr in einem Gebiet nämlich multiple Aufläufe habt, kann es passieren, dass diese an derselben Stelle spawnen, wo normalerweise eines dieser festen Elite-Pokémon auftauchen würde. In diesem Fall wird das Elite-Pokémon vom Spiel überschrieben und stattdessen taucht dann dort der Schwarm an Pokémon auf. Wenn wir den Outbreak dann beenden, egal ob wir die Pokémon fangen, verscheuchen oder besiegen, können wir das Spiel an der Stelle speichern, wo das Elite-Pokémon spawnen würde und ab diesem Punkt das Spiel so lange neu starten, bis unser Shiny Elite-Pokémon endlich auftaucht. Diese Reset-Methode funktioniert auch nur in Kombination mit multiplen Aufläufen. Normalerweise ist es nämlich immer so, wenn wir ein Gebiet in diesem Spiel betreten, sind alle Pokémon darin schon direkt vom Spiel festgelegt. Doch wenn an der Stelle zuvor ein multipler Auflauf war und wir starten das Spiel neu, ohne das Gebiet zwischendurch zu verlassen, dann wird das Elite-Pokémon mit jedem Neustart neu generiert und hat jedes Mal erneut die Chance, Shiny zu sein. Allerdings lässt sich diese Methode natürlich nur bei Elite-Pokémon anwenden, die dieselben Spawn-Locations im Spiel haben wie diverse multiple Aufläufe. Daher möchte ich euch hier nun kurz eine kleine Übersicht zeigen von allen Elite-Pokémon in den einzelnen Gebieten, die ihr mit dieser Methode Shiny hunten könnt. Im Obsidian-Grasfeld könnt ihr somit Elite Luxio, Ogeline, Simsala, Staravia und nachts Golbat holen. Im Roten Sumpfland Raichu, beide Elite Ursaring, Yanmega, Schlurpleck, Hisui Viscagoot und Toxiquack, im Koboldküstenland Charnera, Mashok, Octillery, Piondragi und Moterpel, im Kraterberghochland Elevoltec, Stalos, Geowatz, Voluminas, Rihornior, Sgorgla, Venofliebis, Hisui Viscogon und ebenfalls Moterpel und im Weißen Frostland Knackrack, tagsüber Gardevoir, Mamutel und Phyrnontor. Und ich werde euch auch gleich anhand eines Praxisbeispiels zeigen, wie man am besten diese Pokémon huntet. Doch lasst uns zuvor noch einmal kurz resümieren, was genau wir benötigen, um mit dieser Methode anzufangen. Also, allem voran müsst ihr natürlich die multiplen Aufläufe freigeschaltet haben. Das bedeutet, ihr müsst das Spiel durchgespielt und anschließend die Questline mit Yona abgeschlossen haben. Außerdem, falls ihr ein bestimmtes Elite-Pokémon sucht, empfiehlt es sich, dass ihr vorher alle Pokédex-Aufgaben abschließt, um den Eintrag zu perfektionieren. Das
erhöht nämlich die Shiny-Chance von den ursprünglichen 1 zu 4096 auf 1 zu 1024 und wenn ihr dann noch den Schiller-Pin besitzt, wird die Chance nochmal auf bis zu 1 zu 585 angehoben. Es ist also dadurch deutlich leichter, dieses Pokémon in Shiny zu finden. Und eine Sache, die ich persönlich als sehr praktisch empfinde, ist, dass ihr euch während ihr in einem multiplen Auflauf seid, parallel dazu eine Karte aufmacht, die euch zeigt, wo sich die Elite-Pokémon genau in dem entsprechenden Gebiet befinden. Ich nutze dafür zum Beispiel gerne hier diese interaktive Karte von Arceus.gg. Da können wir dann nämlich zum Beispiel, wenn ich jetzt nach einem Elite-Ursaring suche, wie gesagt, das ist eines der Elite-Pokémon im roten Sumpfland, bei dem wir diese Methode anwenden können, dann kann ich es hier markieren und ich sehe direkt auf der Karte, wo die beiden Spawns von Ursaring sind. Und wenn ich dann wieder auf die Map im Spiel zurückschaue, erkenne ich direkt, ob sich an dem entsprechenden Punkt ein multipler Auflauf gebildet hat. Den Link zu dieser interaktiven Karte findet ihr aber auch sonst nochmal unten in der Videobeschreibung. Das war jetzt ganz schön viel Theorie, aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt endlich mal in der Praxis an und ich werde euch Schritt für Schritt zeigen, wie ihr bei dieser Methode arbeiten solltet. Also, als erstes brechen wir von Jubeldorf aus auf in ein Gebiet, in dem ein multipler Outbreak, ein multipler Auflauf aufgetaucht ist, zum Beispiel hier oben im weißen Frostland. Und wenn wir uns an die Übersicht von vorhin erinnern, im weißen Frostland können wir auf Elite Knackrack, Elite Gardevoir, Elite Marmutel und Elite Firnontor stoßen. Also schauen wir mal, ob einer der multiplen Aufläufe mit den Spawnpunkten dieser Elite-Pokémon übereinstimmt. Dafür werfen wir zunächst mal einen Blick auf die interaktive Karte von ArceusGG und gleichen die Spawnpunkte der Elite-Pokémon dort mit unseren Spawns im Spiel ab. Und was ich hier sofort sehe, ist, dass wir zum Beispiel einen Multipin-Auflauf ziemlich genau dort haben, wo normalerweise das Elite Knackrack spawnen würde. Und Elite Knackrack habe ich noch nicht, also würde ich sagen, brechen wir doch einfach mal dorthin auf. So, und statt dem Elite Knackrack finden wir hier nun einen Quiekel-Outbreak. So, was wir jetzt machen, ist, dass wir den kompletten Outbreak hier abschließen. Das heißt, wir fangen alle Quiekel. Ihr könnt sie natürlich auch besiegen, wenn ihr das möchtet. Vollkommen egal. Hauptsache, der Outbreak verschwindet wieder. Und die gemeldeten Pokémon scheinen verschwunden zu sein. So, jetzt ist der Outbreak vorbei. Und was wir jetzt machen ist, wir speichern an der Stelle einmal das Spiel. Und wenn wir jetzt das Spiel einmal schließen und wieder neu starten, werden wir natürlich wieder an die exakt selbe Position zurückgebracht, wo wir uns gerade befinden. Wir haben das Gebiet ja auch zwischendurch nicht verlassen oder sonst irgendwas gemacht. Die anderen multiplen Outbreaks sind ja auch alle noch da. Und da, wo gerade noch unsere Quiekelherde war, ist nun das Elite-Knackrack zurück, das normalerweise hier auftaucht. So, nun will ich euch aber auch noch beweisen, dass das Pokémon sich hier tatsächlich jedes Mal, wenn ihr das Spiel neu startet, verändert. Und dass ihr auch wirklich die Chance habt, hier ein Shiny zu bekommen. So, ich habe das Elite-Knackrack jetzt also gefangen. Und wenn wir uns einmal den Bericht von diesem Elite-Knackrack anschauen, sehen wir hier die konkreten Statuswerte und das Wesen, welches ein Solo-Wesen ist. Das merken wir uns an der Stelle einmal, denn jetzt starte ich das Spiel von vorne. Ich habe zwischendurch nicht nochmal gespeichert. Ich kehre jetzt wieder zurück zu dem Save-Point, den ich gesetzt habe, nachdem ich den Quiekel-Outbreak abgeschlossen habe. Und jetzt wird gleich wieder ein neues Knackrack dort auftauchen, doch dieses wird komplett andere Werte haben. So, da ist das Knackrack wieder und vielleicht schaffen wir es ja sofort, es einzufangen. Wundervoll. Das war zeitsparend, ich lieb's. So, und wenn wir uns jetzt dieses Knackrack anschauen, sehen wir, dass die Statuswerte ganz anders sind und dass es ein hartes Wesen hat. Das ist nämlich der Beweis dafür, dass das Spiel jedes Mal, wenn wir nach einem Outbreak das Game neu starten, das Elite-Pokémon neu generiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr das Spiel neu startet, haben wir eine Chance, dass dieses Elite-Knackrack shiny wird. Und wie schon gesagt, funktioniert diese Methode mit allen Elite-Pokémon, die ich vorhin aufgezählt habe. Die könnt ihr also alle auf diese Art und Weise ganz easy shiny resetten. Wenn ihr das denn möchtet, ich persönlich resette immer nicht so gerne auf der Switch, einfach weil die Zeit, um das Spiel neu zu starten, meistens immer eine ganze Weile in Anspruch nimmt. Aber wenn ihr intelligenten Arceus einfach ganz entspannt ein bisschen Brain AFK nebenbei Shinies resetten möchtet, während ihr irgendeine Serie schaut oder sonst was, ist das hier eine sehr angenehme Methode, das umzusetzen. Und falls ihr noch mehr über Shiny Hunting und Shiny Elite Pokémon im Allgemeinen in Pokémon Legenden Arceus erfahren möchtet, dann klickt doch gerne auf eines von diesen beiden Videos. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.